Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch noch aus Malaga und wir sind hier bereits an der Busstation. Hier sollte jetzt dann bald unser Bus eintreffen für die Fahrt nach Gibraltar. 1,5 Stunden ungefähr dauert das, bis wir dort ankommen. Und ich denke, alles Weitere kommt dann später. Und jetzt genießt einfach mal die Fahrt oder die Impressionen auf der Fahrt bis dorthin. So, nun sind wir noch hier auf einer Raststätte angekommen. Es gibt hier Kaffee und Gebäck für diejenigen, die wollen. Denn wir sind viel zu früh anscheinend, weil wir weniger Stopps haben als normal. Weil normalerweise pickt man da überall noch irgendwelche Leute auf und das ist diesmal eben nicht so. Wir haben weniger Stopps und somit sind wir zu früh dann für die letzten, die wir aufnehmen in unseren Bus nach Gibraltar und somit gibt es jetzt sozusagen einen künstlichen Stopp und dann sollte es dann irgendwann dann schon mal nach Gibraltar gehen. Unser Guide erzählt relativ vieles über Land und Leute hier, auch über die Probleme mit dem warmen Wetter, zum Beispiel viel zu wenig Wasser. Ja, das Problem kennt man hier weitgehend, auch auf den Kanarischen Inseln haben wir das gehört. Es regnet zu wenig, es ist zu warm, der Winter war viel zu warm hier und das ist auch hier ein Problem in Andalusien. Dann gab es sozusagen noch eine kleine Verteidigung für die Stierkämpfe, die es hier immer noch gibt. Ja, da kann man geteilter Meinung sein, aber es ist schon so, dass unser Guide Monika das etwas in Schutz genommen hat. Auf weitere Erklärungen verzichte ich jetzt hier, aber ja, gewisse Dinge werden uns hier erklärt und das ist ganz gut. Und wir möchten dann auch noch eventuell noch die Felsentour mitbuchen. Wir haben eigentlich nur den Transfer gebucht von Malaga nach Gibraltar und jetzt überlegen wir uns doch noch mit dem Minibus hinaufzufahren statt mit der Seilbahn. Aber das Ganze entpuppt sich jetzt als etwas schwieriger. Man kann nicht mit Kreditkarte zahlen, also entweder Cash oder per Internet, per Link könnte man dann das via Kreditkarte zahlen, aber nicht vor Ort. Und jetzt müssen wir da eben schauen, was wir zuerst haben. Cash oder eine Internetverbindung. Eins von beiden. Mal schauen, wie es kommt. Nun haben wir die Passkontrolle überwunden und sind hier bei dieser roten Telefonkabine, typisch britisch kann man sagen. Ja, hier sollen wir auf unseren Guide Monika warten und dann geht es dann weiter mit der Tour hinauf auf Sir Rock, hinauf mit dem Michael Cave. Gibt es auch noch, Michael Cave Tour ist inkludiert in diesem Ticket.
angekommen. Jetzt geht es noch in die Höhle hinein und wir schauen uns das mal an. Und einige Affen haben wir auch schon gesehen. Nun haben wir gerade erfahren, es geht nicht weiter hinauf, sondern es geht wieder hinunter mit dem kleinen Bus. Und so haben wir entschieden. Wir laufen jetzt noch hinauf auf The Rock. Wir sind etwa in der Hälfte und es sind etwa 15 Minuten hinauf. Also da haben wir gedacht, das machen wir jetzt. Denn ganz hinauf, das möchten wir schon. Und somit kann man ja eigentlich schon praktisch in der Hälfte ist das auch so eine große Sache. Ja, jetzt waren wir traditionell noch Fish and Chips essen in einem Restaurant. Das war ganz gut. Ja, beim Trinkgeld, das war irgendwie zu wenig. 28 Pfund haben wir da, wir haben aufgerundet auf 28. Schlussendlich stand da 29. Da dachte ich wohl, naja, 28 ist zu wenig. Ja, jetzt nichtsdestotrotz, wir laufen hier noch der Main Street entlang Richtung zu unserem Bus. Vielleicht reicht es nochmal für einen Drink. Ansonsten um 3:30 geht es dann wieder zurück nach Malaga. Einen schönen guten Morgen aus Malaga wieder. Wir sind jetzt gerade beim Frühstück gewesen und jetzt wollen wir mal noch zum Rooftop hinauf. Und jetzt schauen wir mal, wo das ist. Hier geht es mal, es ist auf der Etage 7, wo jetzt halt das extrem bis zur Etage 6 kann man mit dem Lift und jetzt suchen wir hier noch auf Etage 7 den Rooftop. Ursi findet das wohl gerade. Ja, das wäre hier. Wow, das sieht echt toll aus, hier oben auf dem Rooftop mit Sonnenliegen dort hinten. Die gibt es dann auch noch. Und man kann wunderbar den Morgenverkehr von Malaga beobachten. Hier Blick in Richtung Berge. Und auf das Stadion vom FC Malaga. Für ein Spiel hat es leider nicht gereicht. Die hätten zwar am Sonntag gespielt um 12 Uhr mittags, aber da waren wir auf dem Caminito del Rey. Und ja, die Begeisterung von Ursi, ein Fußballspiel anzuschauen hier in Malaga, hielt sich dann irgendwie doch noch in Grenzen.
Und somit war das sowieso, der Caminito del Rey war natürlich auf jeden Fall spannender, schätze ich mal. Ich weiß gar nicht, wie das Spiel ausgegangen ist. Die haben nämlich gespielt gegen, ich weiß auch nicht gegen wen. Die sind ja sozusagen in der zweiten Liga in Spanien. Somit haben die sich nicht gegen Real Madrid oder weiß ich was gespielt. Sonst wäre das natürlich absolut toll gewesen. Aber ja, jetzt gibt es Spannenderes als ein Fußballspiel, das wir gar nicht gesehen haben. Hier auf dieser Seite ein herrlicher Blick Richtung Ursi und natürlich dann auch noch hier Richtung Berge. Das wäre auch noch was gewesen. Dorthin könnte man wandern. Schon den nächsten Ausflug haben wir jetzt da ins Auge gefasst wohl, he? Für das nächste Mal in Malaga. Das habe ich gar nicht gewusst, dass man hier eigentlich gerade von der Stadt her hier hinauf könnte. Und ich werde es euch einblenden, wie dieser Berg oder Hügel heißt, das weiß ich jetzt gar nicht. Und ob sich da eine Wanderung dort hinauf lohnen würde. Hier noch ein kleines Wasserbecken. Wahrscheinlich eher weniger, um Runden zu schwimmen oder Längen, aber um etwas zu chillen hier mit den Sonnenliegen. Aber alle ohne irgendwelche Polster, also keine Kissen und nichts. Ich stelle mir das irgendwie etwas hart vor. Fragen wir mal einen Gast vom Serco Hotel, ist es relativ hart zu liegen ohne Polster? Ich denke, es ist ja morgen früh und für die Spanier ist Winter. Aha. Die liegen um diese Zeit nicht am Pool oder nur auf dem Rooftop. Ja. Dies ist ein kleiner Eindruck von dem Rooftop hier beim Serco Hotel. So, jetzt habe ich es richtig gesagt. Ein kleines Fazit könnten wir auch noch gleich machen, wenn wir dann schon mal dabei sind. Also, jetzt haben wir da etwas in den Schatten gewechselt. Ein kleines Fazit von unserem Aufenthalt hier in Malaga, Gibraltar und wie fanden wir das Hotel hier in Malaga? Ja, beginnen wir mal mit Malaga selbst. Das hat uns wunderbar gefallen. Ursi neu hier in Malaga, das erste Mal. Ich war schon mal hier und der Eindruck war so, wie wir es uns erhofft hatten. Ja, Malaga ist wirklich eine wunderschöne Stadt und ich würde auf jeden Fall wiederkommen. Also wer noch nicht hier war, Malaga ist eine Reise wert und eben man kann so vieles machen. Man kann von hier aus ja auch nach Sevilla, Gibraltar gibt es und auch sonst gibt es ganz viele Sachen zu entdecken. Ja, also das kann ich nur bestätigen. Es hat auch ein unglaublicher Charme hier, also am Abend hier in den Gassen von Malaga und dann noch etwas Essen dort, Abendessen in so einem kleinen Restaurant. Das war wirklich toll. Und auch Gibraltar hat uns eigentlich sehr gut gefallen, vor allem ja, wie allen Touristen, die Main Street, die war toll. Wir hatten leider etwas wenig Zeit für die, weil ja 5 Stunden Gibraltar. Das haben wir von Anfang an gewusst, aber trotzdem, ja, 5 Stunden, da könnte man natürlich auch noch länger verweilen. Und die Tour, auf die wollen wir noch zu sprechen kommen, mit den Kosten. Wir würden das nicht mehr so machen, wahrscheinlich wie wir es jetzt gemacht haben, diese Bustour. Wann wird das enttuschen? Ja, davon. Weil es nicht auf Terok ging, nicht hinauf. Es gibt solche Fahrer, die ganz hinauf fahren. Das sind dann in der Taxis, haben wir gesehen. Ja, die sind ein bisschen kleiner. Wir waren in einem größeren Bus. Und unser Fahrer hat gesagt, er fährt nicht bis ganz oben. Das hatten wir halt falsch verstanden wahrscheinlich. Und deshalb sind wir da dann hochgelaufen. Obwohl dieser Teil mit der Treppe
war eigentlich der schönste zum Hochlaufen, weil da die ganzen Affen waren und wir waren ja fast alleine da. Ja, das absolut. Also das war ein Highlight, dort hinauf zu laufen. Ja, wegen den Kosten. Man kann es eigentlich fast so sagen, wir haben dann natürlich noch die Seilbahn hinuntergenommen. Man könnte auch nochmals hinunterlaufen, dann hätte es aber nicht mehr gereicht für Fisch und Chips. Und das wäre auch schade gewesen. Und somit sind wir hinuntergefahren und eigentlich kann man sagen, dass wir das dann sozusagen überzahlt haben, genau dieses Ticket hinunter. Aber ja, nichtsdestotrotz war es halt jetzt einige Euro teurer, als dass man das vielleicht haben hätte können. Das ist jetzt auch ein komischer Satz, haben hätte können. Naja, wie auch immer. Ihr wisst, was wir meinen. Es bleibt noch zu sagen, Gibraltar, sind wir eigentlich durch. Das Hotel, eigentlich super, auch eben jetzt, wie gesehen, der Rooftop. Lage, etwas suboptimal. Man muss da immer, entweder Taxi, wäre natürlich extrem teuer, jedes Mal ein Taxi zu nehmen. Wir sind jetzt mit dem Bus gefahren. Hier auch noch ein kleiner Tipp, immer Hand heraushalten. Wenn ihr den Bus möchtet, egal welchen, dann hält er, sonst geht ihr die Gefahr, dass der gar nicht anhält. Also immer mit der Hand ein Zeichen geben bei der Busstation, dass ihr einsteigen möchtet. Ja, kostet 1,40 Euro die Strecke und das summiert sich dann eben mit der Zeit. Ja, ja, aber es war ja auch interessant, weil wir waren immer die einzigen Touristen im Bus. Und diesen Bus war immer wirklich sehr gut besucht von den Einheimischen. Und da hat man ein bisschen das Gefühl, dass man da im Leben drin ist von diesen Leuten. Ja, aber es war halt immer eine Strecke. Man musste immer mit dem Bus fahren, obwohl der alle 10 Minuten eigentlich fährt. Vielleicht manchmal ein bisschen weniger. Aber es kommt eigentlich immer ein Bus. Mhm. Und das von morgen bis abend spät. Zum Laufen in die Innenstadt hat man etwa 30 Minuten, denke ich mal. Wir haben, glaube ich, zweimal haben wir das gemacht. Und, ups, jetzt ist Ursi nicht mehr drauf. So, jetzt müssen wir das nochmals. Ja, so, also, ja. Sorry, so jetzt sind wir wieder bereit, jetzt sind wir wieder beide drauf auf der Kamera, ja. Genau, eben einerseits ist es toll, ein bisschen außerhalb zu sein, eben da, wo halt die Touristen eigentlich nicht so sind, und direkt neben dem Hotel ist auch ein riesen Einkaufszentrum, also da könnte man sehr gut shoppen. Für uns war es einfach gut zum Wasser holen, und ja, aber andererseits am Abend immer noch mit dem Bus in die Stadt fahren und wieder zurück, braucht halt auch ein bisschen Zeit. Deshalb weiß ich nicht, ob wir jetzt nochmal hier buchen würden. Ansonsten war das Hotel eigentlich sehr, sehr gut. Das Frühstück war toll, das Zimmer war gut. Obwohl, eben, wir hatten ja eine Suite. Ich weiß jetzt nicht, wie die anderen Zimmer sind. Ja, Housekeeping war noch etwas, das ja, funktioniert hier nicht gerade so wahnsinnig gut. Ein Hygienebeutel kam da weg, ja, wurde wohl aufgeräumt, war wahrscheinlich so gedacht für das Housekeeping, dass das als Abfall war. Wobei, ja, wenn man den Hygienebeutel da anschaut, hätte man eigentlich gemerkt, dass das eigentlich noch Gebrauchsartikel sind. Auch von der Sauberkeit her, ja, für ein solches Hotel sicher nicht das Niveau, was man erwartet. Das als Kritikpunkt werden wir sicher auch noch anmerken und deponieren, dann an der Rezeption, wenn wir hier auschecken. Ja, und jetzt heute noch in Malaga. Ich habe ja gerade gesagt, dieser Berg oder Hügel hier hinten an uns, den ihr vorher gesehen habt, das wäre mal etwas, was wir machen könnten, wenn wir wieder da sind. Jetzt hat der Ursi gesagt, ja, warum das nächste Mal? Machen wir doch das gleich heute noch. Dann können wir hier nämlich das Gepäck hier lassen. Und wir gehen dort hinauf und holen am Schluss wieder unser Gepäck. Gut, ja, also. Wir schauen, ob es sich lohnt. Genau. Bis später.
So, nun sind wir auf dem Weg zum Coronado, so heißt dieser Berg, diese Hügel. Knapp eine halbe Stunde soll es dauern. In 2 Stunden müssen wir auschecken. Also das heißt, die Uhr tickt, aber es sollte gut reichen. Ja, hoffen wir erstmal. Was es übrigens hier auch gibt, Urs ist das gerade aufgefallen, ja, sehr viel Hundekot. Hier gehen die Leute mit ihren Hunden natürlich gerne spazieren. Was sie weniger gern machen, ist dann die Hinterlassenschaft aufzuräumen und somit vielleicht etwas Vorsicht geboten, wo man da hintritt. WLAN vom Hotel? Ja. Also, wenn du sagst, wenn du eine Nachricht bekommst. WLAN vom Hotel. Bis hier hinauf. Das ist mal Service. So, nun sind wir bei einer kleinen Verzweigung angelangt. Hier, ich zeig, geh mal einige Schritte zurück. Das wäre dann hier. Es sieht so aus, als würde es gerade ausgehen, aber laut Komoot kennt man auch hier rechts, und das wäre dann der direkte Weg zum Gipfel. Den probieren wir jetzt mal aus, auch wenn der Weg etwas unscheinbar ist. Wir probieren es mal aus. Komoot irrt sich nie. Okay, das ist wirklich der direkte Weg hier hinauf. Jetzt brauche ich dann wirklich alle 4 Hände. Ah, alle 4. Ja, ich habe mehr Hände als alle anderen. Also alle 4. Up. Durch diese hohle Gasse. Wir Schweizer wissen, was ich meine. Hm? So, hier könnte man wohl auch rauf. Nun sind wir wieder auf dem Rückweg hier. Komoot hat sich geirrt. Angekommen. Hier oben auf dem, da fliegt was rum, so. Angekommen auf dem Coronado. Herrlich, herrlich. Und auch unser Hotel ist zu erkennen. Ja, ich zoome es mal hier. Da waren wir noch. Auf dem Rooftop. So, hier geht es nicht mit dieser Kamera. Aber das wäre unser Hotel. Hier der Rooftop mit den Sonnenliegen. Hier übrigens, man könnte so viel noch wandern, wenn man das hier. Ich zoome es etwas näher an. Noch kurz zur Erklärung: vom Flughafen in die Innenstadt hier in Malaga. Hier befindet sich der Eingang vom Eingang oder Ausgang vom Terminal am Flughafen, und gleich hier gegenüber ist dann auch der Bus Nummer A. In den geht ihr dann und kostet 4 Euro pro Person einen Weg, und dann seid ihr innerhalb einer halben Stunde in Malaga. So, mit diesen Bildern hier vom Flughafen
in Basel verabschieden wir uns von diesem Malaga-Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schön, dass ihr bis zum Schluss dabei gewesen seid. Und wir sehen uns bei der nächsten Reise bei Rauchis Reisen. Tschüss!